Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videotalk von der Hafenstraße. Wir sitzen heute wieder im Studio und wollen das erste Spiel von Rot-Weiß Essen in der neuen Drittligasaison analysieren. Wir sprechen heute über die Niederlage in Halle, wie uns die einzelnen Spieler gefallen haben und was das alles für die nächsten Wochen zu bedeuten hat. Wir, das sind RWE-Experte Ralf Wilhelm. Moin. Und RWE-Experte Martin Herms. Hallo zusammen. Wir haben wie immer 19:07 Minuten Zeit und die starten jetzt. Ralf, ich weiß, du warst in Halle und wir haben am Freitagabend telefoniert und hast mir gesagt, trotz der Niederlage hast du ein besseres Gefühl nach dem Spiel, als du es vor dem Spiel gehabt hast. Erklär mal. Exakt, also trotz der Niederlage gibt es ja auch Niederlagen, die sich gut anfühlen, das war jetzt eine. Ich habe selten oder lange nicht mehr eine RWE-Mannschaft so dominant auftreten sehen wie in der zweiten Halbzeit. Man hat quasi auf ein Tor gespielt. Es ging alles zügig nach vorne. Zu den Neuen werden wir sicherlich noch kommen, wer dafür verantwortlich ist. Das sah alles sehr gut aus bis zum letzten Step. Und der hat natürlich gefehlt. Und vorne fehlt extrem viel Qualität. Dabei bleibst du? Dabei bleibe ich. Okay. Martin, wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also den letzten Punkt. Fakt ist, natürlich hat Rot-Weiß ein gutes Spiel gemacht. Es sah gut aus. Also ganz anders als phasenweise, vor allen Dingen in der Rückrunde der letzten Saison. Der Ball lief, man hat immer wieder geschafft, sauber nach vorne zu spielen, man hat die Räume gefunden, das sah schon wirklich anders aus, nur letztlich fällt dieses Spiel unter die Kategorie verschenkte Punkte. Also gegen Halle, das war jetzt für mich, auch wenn die in der letzten Saison in der Rückrunde echt gut gespielt haben und sich einiges vorgenommen haben, ist das keine Mannschaft, die meiner Meinung nach im oberen Tabellendrittel oder in der oberen Tabellenhälfte zu finden sein wird. Das waren ganz klar verschenkte Punkte, da muss man was mitnehmen, also mindestens einen Punkt. Hat sich sehr dämlich angestellt in der ersten Halbzeit. Die Tore katastrophal, also da hat man sich wirklich zwei Eier eigentlich eingeschenkt. Und man muss da mindestens einen Punkt mitnehmen. Und das erhöht jetzt natürlich den Druck auf das Heimspiel. Wenn wir jetzt mal über den Pokal hinaus auf Erzgebirge ausschauen, wenn das jetzt in die Hose geht, dann ist wieder richtig Druck auf dem Kessel. Zumal man noch sagen muss, dass Halle in Mitte der ersten Halbzeit schon zwei wichtige Spieler verloren hat. Da ist das ganze Gefüge auseinandergeraten, wie der Trainer hinterher auch sagte. Also man weiß nicht, wie dominant Rot-Weiß aufgetreten wäre, wenn die beiden hätten weiterspielen können. Da ist einiges passiert in der Mannschaft. Da stimmt dann plötzlich die Abstimmung hinten auch nicht mehr. Und man weiß auch nicht, wo Halle im Endeffekt landet. Findet es doch ein Abschiedskandidat und dann waren die Punkte umso ärgerlicher, die man da verloren hat. Man weiß ja noch gar nicht, wo Halle im Endeffekt steht. Das stimmt. Ja, vorne die Dinger nicht gemacht, Chancen waren da, aber keine Effektivität und hinten einfach Fehler gemacht. So habe ich das Ganze gesehen. Das Ganze fing ja nach 110 Sekunden an mit dem letztendlich Patzer von Eisfeld, der sich den Ball da abluchsen lässt. Man kann drüber streiten, ob Jakob Golz ihn überhaupt anspielen muss in dieser Situation. Da stand Halle sehr hoch, aber klar, den Fehler, den hat Eisfeld auch auf seine Kappe genommen. War natürlich ein denkbar schlechter Start. Ich fand es erstmal gut, dass Rot-Weiß trotz des 0-1 und des 0-2 später auch im Spiel noch weiter drin gewesen ist und sich jetzt nicht hat abschlachten lassen. Ne? Da kannst du ja nach so einem Nackenschlag auch untergehen. Aber ja, wie habt ihr das gesehen, dieses frühe Gegentor? Also zu dem ersten Punkt, klar kann man drüber streiten, aber ich denke schon, dass Golz da nichts falsch gemacht hat. Also es ist eine normale Situation im Profifußball. Torwart hat den Ball, 4-gegen-4-Situation, also eine Überzahl für RWE. Ne? Der Sechser wird angespielt. Natürlich war das so eine kleine Pressingfalle von Halle. Man hat ihn auch so ein bisschen Platz gelassen, damit er den Ball annimmt, dass der Ball genau dahin kommt. Er ist doppelt angelaufen worden. Ja, aber der Verteidiger, der andere Stürmer kam ja von links, ne? Ja. Ist dann draufgelaufen und man wollte ja genau, dass er das macht, dass er eben den Ball ein bisschen unsauber vorspielt. Er muss ihn ja nur klatschen lassen. Lässt er den Ball auf Gold zurückklatschen, ne, dann ist der Stürmer aus dem Spiel, dann geht der Ball nach rechts raus und dann ist die Situation gelöst. So, das lernt man im Jugendbereich schon ab 10 Jahren mittlerweile heutzutage im Fußball. Das muss er einfach besser lösen. Da darf Eisfeld, so ein erfahrener Mann, den Ball einfach nicht verlieren. Also es war eine Katastrophe. Natürlich ein denkbar schlechter Start in die Saison. Und wie du schon sagst, danach hatten sie noch so ein paar Wackler. Ne, Ballverlust Rios Alonso hätte schon 2-0 stehen können. Die Phase lassen haben sie kurz beim 1 zu bleiben. Dabrowski hat hinterher gesagt, das Tor nimmt er auf seine Kappe. Das war genauso geplant, dieses Dreiecksverhältnis. Da möchte er immer dann festhalten und er möchte in Zukunft so spielen. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann so ein bisschen auf einmal an Herrn Tietz erinnert,
der an diesem hochstehenden Torwart festgehalten hat. Und das Ergebnis ist ja auch bekannt. Wenn man sieht, dass die Spieler das vielleicht doch nicht so gut beherrschen oder können, dann sollte man vielleicht von diesem System abgeben, diesen Dreieck rauszukommen hinten. Ja, aber ich muss ja erwarten können, dass so ein Mann wie Eisfeld so eine Situation lesen kann. Ne? Er muss den Ball ja wirklich nur klatschen lassen. Dann ist ein Kontakt auf den Torwart, ne? Dann ist der Stürmer, der dann eben Eisfeld von der Seite angreift, raus aus dem Spiel. Und das dann war mir scheiße billig, aber wollte zeigen, dass er Fußball spielen kann. Ja, das ist dann gründlich daneben gelingen. Gegangen. Ja. Na, das muss einfach klappen. Aber ja. Gerade bei Eisfeld mit seiner Vita, bei Arsenal ausgebildet. Ja, also Profi-Erfahrungen weitaus höheren liegen. Ich muss ja sagen, Thomas Eisfeld ist, seitdem er gekommen ist im Aufstiegsjahr in der Winterpause, für mich ist er eine Enttäuschung. Also er bringt nicht das, was man sich von ihm erhofft hat, als von so einem Mann, du hast gerade angesprochen, der Vita, über 100 Zweitligaspiele. Phasenweise lässt er das mal aufblitzen, was er eben kann. Ne? Dann sieht man schon, welche Qualität er hat, aber insgesamt ist das zu wenig. Also er trägt seinen für Drittliga-Verhältnisse großen Namen viel zu häufig spazieren. Ist aber auch oft verletzt, muss immer wieder anfangen, ja, immer wieder neu ankurbeln. Kommt natürlich auch nicht hinzu. Ne? Ist natürlich jetzt auch kein Kleinverdiener, da wird man sich ja schon zweimal überlegen, ne? Wenn der Vertrag ausläuft, ob man da nochmal rangeht. Ja, wenn wir jetzt bei den einzelnen Spielern sind, lass uns doch da direkt weitermachen. Also für mich, Mann des Spiels, Vinko Japina. Ich fand, der hat es ganz stark gemacht. Und wir haben davor darüber geredet, wer so der Königstransfer sein könnte. Und wir haben gesagt, Vinko Japina, und er ist es. Also der erste Eindruck war super. Wie habt ihr es gesehen? Ja, die Pässe in die Tiefe, die sind einfach traumhaft. Er weiß genau, in welchem Augenblick er die außen schicken muss, die dann auch wirklich durchstoßen. Aber dann kommen wir wieder zum alten Problem, dann kommt die Flanke rein. Das war so eine Situation Mitte der ersten Halbzeit. Sapina spielt rechts raus auf Young, der läuft durch bis zur Grundlinie, flankt und in der Mitte ist gähnende Leere. Und daran wird man in Zukunft sich dann, glaube ich, nochmal die Haare raufen, ganz schön. Weil diese Sachen, die kann man nicht mal so eben abstellen, wenn da vorne keiner ist. Also für euch nach wie vor ein Sturmproblem, auch wenn du mit Ron Belinski, Musa Dumbuya und Wonic drei nominelle Spitzenspieler hast. Kann da Ralf auch nur beipflichten. Es hat dieses Spiel gezeigt, es fehlt ein zentraler, kopfballstarker Mittelstürmer. Den hat Rot-Weiß nicht. Dumbuya, der wird ja irgendwie mit 1,88 gelistet. Ich frage mich, welches Maßband hat er mal. Gefühlt ist der irgendwie 10 cm kleiner. So aus, ja. Sieht zumindest nicht so aus. Mhm. Es gab ja im Reviersport ein Interview mit seinem ehemaligen Trainer vor der Saison, der sagte auch, Kopfball ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke, obwohl er Sprungkraft hat, aber das Timing ist einfach nicht so seins. Er ist jetzt auch kein Torjäger, deswegen erschließt sich für mich nicht so richtig der Sinn dieses Transfers. Natürlich macht das ganz gut, ne? Er ist ein solider Drittligastürmer, macht die Bälle gut fest, hat man gesehen, er hat auch Qualität im Passspiel, eine ganz ordentliche Technik, aber er ist eben nicht das, was Rot-Weiß dringend benötigt, nämlich ein zentraler Stürmer, der diese ganzen Flanken verwertet. Man ist so bei außen stärker geworden. Obus hat man ja gesehen, super Flanke. Man hat ja so eine Waffe wie Easy Young, der setzt sich ja regelmäßig in den Spielen durch. Also die Bälle kommen ins Zentrum. Es ist keiner da, der diese Bälle verwertet, meiner Meinung nach. Engelmann ist gegangen. Natürlich war der nicht mehr auf seinem Zenit, ganz klar. Ich sage jetzt nicht, dass man ihn hätte halten sollen. Aber das, was wirklich benötigt wird, ist eben so eine jüngere Version von Engelmann. Vielleicht die hat Rot-Weiß nicht. Vielleicht kann Wonic da aber ein bisschen reinwachsen. Er kam ja auch gestern sag ich schon, am Freitag kurz vor Schluss rein. Wenn er mehr Spielpraxis hat, kann natürlich sein, diese Lücke irgendwann füllen. Ich könnte mir vorstellen, dass Lukas Brumme so eine Rolle spielen kann. Den vorne drin, Zentrum? Ja, den finde ich hinten eigentlich verschenkt. Der hat mir in den Vorbereitungsspielen hat mir sehr gut gefallen, weil er technisch stark ist, kaum vom Ball zu trennen und hat sich auch vorne gut durchgesetzt. Vielleicht ist, ich weiß nicht, wie sein Kopfball spielt, vorne in der ersten Reihe ist, aber vielleicht ist es ein Versuch wert. Ich glaube, die Fähigkeiten hat er dazu, das Tor zu treffen. Ich glaube auch, dass Rot-Weiß Essen an Torben Müsel noch viel Spaß haben wird. Der hat mir sehr gut gefallen, hat seine gute Form bestätigt aus der Vorbereitung, hat natürlich seine Chancen nicht genutzt, das muss man ihm ankreiden, klar. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn er so einmal trifft, dann ist der Knoten vielleicht geplatzt und dann wird er in dieser Saison vielleicht durchstarten, weil Tore schießen kann er, das hat er in den Stationen davor gezeigt. Ja. Ja, wie gesagt, muss man wirklich schauen. Wonic ist, glaube ich, auch, kommt auch über den Flügel, also macht er mir jetzt in den wenigen Minuten da drin, weil jetzt nicht so den Eindruck, als wäre er so der klassische Mittelstürmer, ne? Ball festmachen, ablegen, knipsen. Ist eher so der Typ, der Überraschungsmomente bringt, wie mit seinem Fallrückzieher da, ne, vom 16er. Normalerweise legst du ihn ab, aber kann ja auch was Positives sein, ne, dass jemand wirklich mal so ein bisschen überraschende Momente reinbringt. Natürlich muss man ihm ein bisschen Zeit geben, aber ich bleib dabei, so ein richtiger Knipser, so ein richtiger Mittelstürmer, der könnte am Ende da wirklich fehlen. Ja, das ist jetzt zu offensiver, aber was ist mit hinten? Wir haben gesehen in Halle, Ekin Chalabi verletzt,
musste Brumme, eigentlich gelernter offensiver Flügelspieler, auf die Linksverteidigerposition ausweichen. Aaron Manu ist immer noch verletzt, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass du Felix Bastians und Rios Alonso hattest und dann auf der Bank Kuruma. Mehr Alternativen hattest du da nicht? Sollte da nicht eher hinten nachgelegt werden für die Breite? Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass ich Bastians eigentlich auch in der Innenverteidigung nicht gerne sehe. Ich sehe ihn lieber auf den Außen. Warum spielt man nicht jetzt mit Kuruma und Rios Alonso? Wenn man diesen Kuruma, den man ja immer wieder lobt und der kommt. Aber wann kommt er? Er hat jetzt eine ganze Saison quasi draußen gesessen. Jetzt geht die nächste Saison los. Warum baut man ihn jetzt nicht ein in der Innenverteidigung? Warum geht man mit Bastians da nicht auf den Flügel, also hinten in die Außenverteidigung und setzt den Brumme weiter nach vorne? Nichtsdestotrotz ist es aber dünn, Ralf. Ne? Also du hattest ja nur Kuruma auf der Bank. Aaron Manu, klar, hat man geholt, sicherlich interessanter Spieler, aber das bereitet mir schon Sorgen. Achillessehnenprobleme, das kann irgendwas sein zwischen 2 Wochen und 3 Monaten. Ja, der kann auch länger ausfallen. Da muss man sich vielleicht schon mal Gedanken machen, ob man da nicht vielleicht, entweder, ja, wahrscheinlich wird das Geld nicht da sein, um eine A-Lösung zu holen, aber ja, zumindest ein Backup. Ne? Also vielleicht hätte man da doch mal mit Felix Herzenbruch noch mal verlängern können. Er hat es ja solide gemacht im Abwehrzentrum. Ne? Es geht ja wirklich darum, Felix Bastians hat auch sein Alter mit 34 Jahren, der wird auch keine 38 Spiele machen. Bei Aaron Manu muss man schauen, ne, wie das läuft. Ist schon ein Problem. War jetzt auch nicht der Überflieger in der Vorbereitung. Manu ist jetzt auch nicht die große Lösung. Der hat auch einige Stockfeder drin gehabt am Fuß. Wobei ich sehe in dem großes Potenzial. Klar, am Fuß muss er noch zulegen, aber seine ganze Körperlichkeit, da bringt er schon viel mit, um eigentlich in der dritten Liga sich auch durchsetzen zu können. Ja. Was haltet ihr von der Lösung, dass man Götze vielleicht wieder in der Innenverteidigung spielen lassen könnte irgendwann, wenn es zu eng wird? Also Götze ist für mich ein großes Rätsel. Wie der angefangen hat, haben alle gesagt, wow, der macht den Unterschied. Und dann ging der aber auch kontinuierlich nach unten. Und jetzt sitzt er auf der Bank und sitzt zu Recht auf der Bank, muss man sagen. Kommt dann rein, ja, hat noch ein paar auffällige Szenen, aber mein Gott, ein Spieler seiner Klasse, der muss sich doch eigentlich durchsetzen von Anfang an. Und als der Trainer von Halle dann hinter die Einwechslung von Götze lobte, ja, ich habe gedacht, mein Gott, welchen Götze meint er jetzt? Ne? Also ist Mario dabei, ja. Ja, den Felix. Ja, hat es noch nicht gezeigt. Normalerweise müsste ja so ein Spieler in eine Führungsrolle schlüpfen. Ja. Ne? Und das ist er halt überhaupt nicht. Ja. Also in der Hinrunde, klar, hat er richtig gute Spiele gemacht. Ich fand auch, als er reinkam, man sieht ja sein Potenzial. Er hat ja, glaube ich, direkt 2 oder 3 Torschüsse vorbereitet. Mhm. Der Schuss war ein bisschen okay, da fiel er um. Keine Ahnung, war vielleicht die fehlende Spielpraxis momentan. Aber er hat Qualität und da muss viel, viel mehr kommen von so einem Mann. Mhm. Ja, man fragt sich, was ist da passiert in der letzten Saison, als er kontinuierlich abgebaut hat? Was war der Auslöser bei ihm? Er war verletzt, klar, aber danach kam er nie wieder so in Tritt. Nee, das ist richtig. Und wenn du schon bei teuren Spielern bist, ich glaube, das ist auch kein Sonderangebot. Der spielt jetzt auch nicht für ein Schokoticket, genau. So. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Gut, bevor wir nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen, jetzt abschließend zum Spiel in Halle. Ist das Glas für euch nach dieser Partie halb leer oder halb voll? Es ist nicht leerer geworden. Ich weiß allerdings nicht, was der Inhalt wert war, weil ich nicht einschätzen kann, wie stark Halle im Endeffekt sein wird. Das ist immer noch das große Rätsel. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Aue weiß man mehr. Aue hat eine andere Qualität mit Sicherheit. Die haben sich auch was vorgenommen. Und wenn man da heil rauskommt, dann sage ich, ja, könnte was werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das HSV-Spiel, das ist ein Bonusspiel, wenn sie verlieren, reißt den Kahn in den Schädel ab. Genau. Aber wenn die in die Verlängerung kommen vielleicht oder sogar das Ding gewinnen im Elfmeterschießen, das könnte wirklich ein Brustlöser sein und das bringt Geld in die Kasse und dann haben sie vielleicht auch mal die Patte zu sagen, so, ne? Jetzt holen wir nochmal. Du gehst mal nicht in die zweite Liga, du kannst so schön zu Rot was essen. Ne? Ja, ich glaube, das Spiel kommt jetzt zur rechten Zeit. Also da kannst du ja eigentlich nur gewinnen, es sei denn, du kriegst 8 Stück zu Hause. Wichtig wird es auf jeden Fall, sich da Selbstvertrauen zu holen, denn Aue, da steigt jetzt der Druck. Also wenn du gegen Aue zu Hause verlierst, dann wird es sicherlich schon ungemütlich. Ja, klar. Also jetzt klar, überwiegt erstmal so der positive Eindruck der zweiten Halbzeit. Rot-Weiß hat ja wirklich gut gespielt. Ich finde auch jetzt, wenn wir auf den Trainer zu sprechen kommen, man kann Dobrowski jetzt auch nicht viel vorwerfen. Ne? Die sind mit dem richtigen Matchplan rein. Der kann ja auch nichts dafür, dass Eisfeld da den Ball verstolpert nach 100 Sekunden. Rot-Weiß hat gut Fußball gespielt. Und man muss die Fans loben, wie ruhig die geblieben sind, wie gut sie unterstützt haben, wie zufrieden sie nach dem Spiel waren. Ich habe am nächsten Morgen einige im Hotel getroffen, da war keiner dabei, der gemeckert hat. Die haben alle gesagt, ist doof, dass verloren wurde, man hätte sogar gewinnen können, aber keiner war sauer, weil sie die Leistung anerkannt haben. Ja. Dieses Anrennen in der zweiten Halbzeit, das haben wir ja lange nicht mehr gesehen von Rot-Weiß. Das stimmt, das stimmt. Ich fand es auch, das war
Das war das, was in der Vorbereitung eigentlich angekündigt wurde und dann in den Testspielen eher nicht gezeigt wurde. So dieses Thema Pressing, Offensive. Aber auf einmal war es da und das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ja, es wird ja Dabrowski so ein bisschen, ne, wenn man so in sozialen Medien das Ganze verfolgt, vorgeworfen, er hätte nicht wirklich einen Plan, was seine Mannschaft mit dem Ball am Fuß macht. Hat die auf jeden Fall gezeigt, dass es kann. Ne? Also fußballerisch war das wirklich 1A. Mhm. Genau, dann jetzt nochmal genauer zum HSV-Spiel. Ich glaube, da werden wir ein bisschen auf die Defensive von RWE achten müssen. Also ich fand die Hamburger beim Zweitliga-Auftakt gegen Schalke zum Beispiel, da habe ich gedacht, das könnte für einen Drittligisten ziemlich ungemütlich werden, was die da vorne für eine Power haben. Ich glaube, das Spiel wird auf jeden Fall in der Defensive von RWE entschieden. Da zeigt sich, ob was möglich ist. Aber der HSV, hat auch eine lange Tradition an Pokalpleiten und Pokalschmach hinter sich. Vielleicht ist die DNA auch weitergegeben worden, dass man sagt, ja komm, wir haben jetzt Schalke weggetan. Wo spielen Sie? Sie spielen jetzt noch auswärts an diesem Wochenende? Sind die noch im Einsatz? Ich glaube ja, ne? Heute? Die spielen heute, ja. Ja, da muss man erstmal sehen, wie das Auswärtskleid vom HSV ist und dann kommt wieder noch ein bisschen Überheblichkeit dazu. Rot-Weiß Essen, komm, das machen wir mal eben. Und dann läuft so ein Pokalspiel eben so, wie es oft läuft. Also Optimismus. Also, trotz. Total. Also ja. Ist DFB-Pokal und ich glaube, vor der Hafenstraße hat jeder ein bisschen Schiss. Ne? Vielleicht die Bayern nicht unbedingt, aber ein Zweitligist, sicherlich vielleicht ein gefühlter Erstligist momentan. Die haben ja schon in der Offensive wirklich eine enorme Qualität, haben sie gegen Schalke unter Beweis gestellt. Ich glaube, die hatten irgendwie 30 Torschüsse oder so. Das ist ja ein Wahnsinn gewesen, was sie am ersten Spieltag da gezeigt haben oder was Schalke eben zugelassen hat. Aber trotzdem ist es was anderes. Rot-Weiß ist eine Pokalmannschaft, hat eine Tradition, 94 Pokalfinale. Zuletzt im Viertelfinale gewesen, da hat man auch richtig gute Spiele gezeigt, leider ohne Zuschauer damals. Das wäre vielleicht auch mal was für Ron Belinski vorne. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Belinski, das ist da wohl ein ganz klares Spiel, dass der Krawallmacher anfangen darf und so viel Theater vorne fabriziert im Strafraum, dass da irgendwas mal rumspringt. Der wird sich komplett in den Arsch aufreißen. Und wenn es nur ein Elfmeter ist. Ne? Wird man ja nehmen. Also ich bin relativ, um auf deine Frage zuzukommen, relativ optimistisch, dass RWE da schon einen Fight liefern kann. Ob sie es jetzt gewinnen, keine Ahnung, schwierig, aber möglich ist es. Würdet ihr denn in Anbetracht der offensiven Power vom HSV auch wieder eine Viererkette hinten aufstellen oder dann auf eine Dreier-Fünferkette setzen? Aber wir sind dann auch wieder beim Thema Besetzung der Innenverteidung, ne? Also wie besetzt du dann eine Dreierkette? Ist auch so eine Frage, ne? Also ich würde jetzt nicht großartig was ändern. Ich glaube schon, dass du mit einer Viererkette, ich meine, Alonso, Bastians sind ja schon ganz gute Zweikämpfer. Ne? Ist ein ordentliches Innenverteidiger-Duo. Links, ob Brumme da der richtige Mann ist, muss man einfach mal schauen. Ich weiß nicht, wie weit Celebi ist. Muss man einfach sehen. Aber so viel würde ich da jetzt nicht ändern. Klar kannst du darüber nachdenken, ob er vielleicht noch mal im Zentrum was austauscht. Vielleicht noch irgendwie so ein Roter noch mit reinhaust. Aber denke ich eher nicht. Das wird ja jetzt wieder mal ein anderes Spiel vom Gefühl her werden. Je länger die Null steht, sonst wird man ja immer unruhig gerne in Essen, wenn die Null steht. Aber diesmal, je länger die Null steht, glaube ich, hinten, umso mehr steigen natürlich die Chancen für den Gastgeber, dass dann doch mal einer durchrutscht. Ne? Also ich würde schon ziemlich extrem defensiv anfangen. Ich würde schon meinen Strafraum erstmal verteidigen und dann vorne auf die schnellen Leute setzen, die Sapena wunderbar einsetzen kann mit seinem. Auch Eisfeld, auch wenn du nicht magst, so, gerade, aber er ist in der Lage, den Diagonalpass zu schlagen. Ja, DFB-Pokal schauen ja wieder alle hin. Ne? Da so, gibt ne, da vielleicht mal ein bisschen Bühne, mehr Gas. Ja, also ich denke schon, erstmal Safety First ist angesagt. Ihr habt ja schon Belinski gesagt, auf welchen Spieler kommt es noch an? Sapena, immer wieder Sapena, weil das ist der Mann im Mittelfeld, der die Fäden zieht. Und wenn der Bock hat, dann passiert da was im Mittelfeld. Ne? Ja gut, Torwart natürlich in so einem Spiel, ne, der wird sicherlich auch ein bisschen was zu tun bekommen. Auch ein besonderes Spiel für Jakob Golz gegen den Verein seines Papas. Innenverteidigung muss natürlich stehen und Fakt ist, da kann keiner nachlassen. Und bitte also keine Dreieckspielchen hinten vor dem eigenen Strafraum. Einfach das Ding wegplästern ins Aus, wenn da plötzlich zwei hinter einem sind, finde ich. Ja. Sieht nicht schön aus, aber ist effektiv. Aber ein Bonusspiel für euch. Also absolut. Ist letztlich. Es ist natürlich ein Bonusspiel. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du ein HSV weghaust. Also für mich ist das ein gefühlter Erstligist jetzt. Sie werden auf jeden Fall ganz oben mitspielen. Ob sie es dann schaffen, wird man dann wieder sehen in dieser Saison. Aber es ist natürlich ein Bonusspiel. Du kannst nicht erwarten, dass du jetzt in die zweite Runde einziehst. Aber finanziell ein Knackspiel. Da kann vieles dran hängen in dieser Saison. Kommst du weiter, nimmst du diese sechsstellige Summe mit? Kann nur ein Bonus sein. Du kannst nicht erwarten, dass du die jetzt schlägst. Nein, ne? Aber natürlich nicht.
wäre schon auf jeden Fall ganz gut. Das stimmt. Wir werden sehen. Nächste Woche ist es soweit. Wir sind jetzt durch mit dem Talk. Die Zeit ist gleich abgelaufen und werden natürlich auch nächste Woche nach dem Pokalspiel wieder hier sitzen und für euch die aktuelle Lage bei Rot-Weiß Essen analysieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Expertise und euch eine gute Woche. Ciao. Danke, tschüss.